Hallo und herzlich willkommen zu Let's Battle. Ich sollte mal die wegtun. Let's Battle League of Legends. Diesmal mit dem Varus Gameplay. Ja, Varus ist heute rausgekommen. Ja, was soll man groß zu sagen? Wir sind jetzt mal wieder im Loading Screen. Ich nehme auf, also Lennart nimmt auf, ich, ja. Und zeige euch Varus. Varus spielt heute als Nautilus und. Nein, ach komm, wenn man sich schon einen Skin für Taric holt, dann muss es der Rosa nicht. Also, ich meine. Naja, laut Lennart. Gut, die Musik ist Skin. Die Musik ist drin, das Bild ist aufgeschlagen. Wir können loslegen, meiner Meinung nach. Unser Team an sich eigentlich sehr off-tank-tank-mäßig. Also, es hält verdammt viel aus. Das gegnerische Team, muss ich sagen, kann dagegen sehr gut agieren, würde ich mal sagen. Leona Tank, Karim wahrscheinlich off-tank, da er jungeln geht. Die Solo wird höchstwahrscheinlich Leona übernehmen dürfen und meine Musik ist anscheinend zu laut. Fizz, naja, entweder er Mitte oder Lux. Ja. Und Irelia hat einen scheiß Ping. Naja, gut, es geht wieder genau runter. Fizz. So. Ohne epische Musik kann man nicht episch spielen. Das ist wieder mein Taste reingehauen. Ja, klar. Das kann man zu allem Möglichen hören. Mindhaste. Das kann man auch zu den Hausaufgaben hören, Leute. Dann werden eure Hausaufgaben episch. Den hast du von mir. Na egal. So, ein kleiner. Ich bring den nicht. Ich bring ihn. Ich bring jetzt mal noch ein kleiner Funfact. Varus ist Latein für Pfeil, war es, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ist ein Bogenschütze, Nein. wie man sehen kann. Und Varus ist auch eine Krankheit am Knie. Tut das Ganze kombinieren. Took an arrow to the knee, also ein Pfeil ins Knie. Hahaha, jeder, der Skyrim gespielt hat, kennt es. Ja, ich fange jetzt mal mit Doran's Blade an, normalerweise mit Schuhe, aber ich habe noch nicht die Runen für Varus. Dementsprechend kann es sein, dass da jetzt irgendwas mit Skype wieder unten in der Ecke ist. Nein. Welcome to Summoner's Rift. Vielleicht sollte ich den Sound ein bisschen hochdrehen. Ich habe mal wieder falsch angefangen, ist mir aufgefallen. Ich habe gerade meine Dredge-Line gelevelt und das sollte ich eigentlich, Riptide leveln. Also das, wo auf dem Boden stampft und wo dann die Ringe außen rumkommen. Sieht schön aus, ist es aber nicht. Also der stackt verdammt viel mit Ability Power. Ja, Nautilus. Klar, jeder seine Skills stackt mit Ability Power, interessanterweise. Relativ laut. Haben die Gegner einen Jungler? Ja, haben sie. Wer wird hier Solo machen? Das war die Frage. Ja. Entweder Varus oder Leona. Ich war gerade mindestens 3 Sekunden lang auf der 15. Naja, egal. Und jetzt den schwulen Tanz. Ach komm, ich zeig dir, welcher Tanz richtig genial ist. Und jetzt gleich Backspin. Oh yeah. Oder das Verhöhen ist das Schöne. Tja. Jesus läuft über Wasser. Nautilus läuft in der Luft. Schwimmt in der Luft. Quatsch, läuft in der Luft. Ja. Bam, Headshot mir selber geben. Captain Falcon macht beides gleichzeitig. Zack. Okay. Nix. Hockt niemand drinne. Ich frag mich, packt die Range das? Leona, Varus macht dementsprechend Solo. Nee, Varus Nein. ist in der Mitte. Das heißt, wir kriegen eventuell Lux ab und Fizz macht dann die Solo. Ja. Na gut, Fizz kann das relativ gut. Ja. Good job, Alter. Good job, muss ich dazu sagen. Ja, erstmal. Wie spiele ich Varus? Wie ein ziemlicher Noob, muss man sagen. Deswegen hat er auch gerade First Blood gespielt und nicht gemacht. Ja, genau. Aber auf jeden Fall, als allererstes, Varus ist ein AD Carry. Dementsprechend. Sollte man ihn auf AD spielen. Man kann ihn theoretisch auf AP spielen, wobei das relativ wenig Schaden macht. Nur die Ultimate und der W-Skill werden Schaden machen und der W muss von einer Ability Q oder E getriggert werden, also ausgelöst werden. Das war jetzt leicht daneben. Naja, egal. Du hast trotzdem getroffen. Ich habe echt noch getroffen? Ja. Mhm. Also, ich erkläre euch nochmal die Skills etwas genauer. Das erste Skill ist Piercing Arrow durch... Das erste Skill. Der erste Skill. Habe ich echt das gesagt? Nein, nein! Verdammt! Also naja, der Skill, was macht der? Lux, die kaum auf Ability Power geht. Huala, huala.
Venolux? Vergiss nicht, die haben gemordet. Und zuerst zieht er seinen Bogen zurück, um den Skill aufzuladen. Das umso länger ich ihn halte, das sieht man da unten. Various Fire Stealing, 10 plus 66 und so weiter. Damage, umso stärker wird die Attacke. Als nächstes ist der Skill Blight oder Blighted Quiver. Das gibt den Gegner Blight. Was Blight ist, dazu komme ich gleich. Also das tut zum einen diese komischen kleinen Schwänze ja, und Magic Damage den Gegnern machen pro Shot. Nochmal extra 10 plus 0 in dem Fall. Es stackt relativ schlecht. Ich habe, wie ihr seht, 2 Ability Power, weil ich noch nicht meine Runen komplett habe. Ja, relativ spät. Weil ich gleichzeitig an 2 Runenseiten gearbeitet habe und es kam relativ schlecht mir zugute. Naja, jetzt bin ich vorerst mal nicht so aufs Champion kaufen fixiert, dementsprechend soll das relativ schnell gehen. Sobald die Gegner geblightet sind, für jede Ladung Blight, dieses lilane Ding, das da rumfliegt, wenn ich darauf einen Skill anwende, auf denjenigen, der geblightet wurde, dann Können wir Lux endlich töten? Extra Schaden. Damit kein Problem. Sie anscheinend schon. Du zwar nicht, aber sie. Naja, dann kommen wir zum E gleich. Ich würde sagen, passiv sollte man auch noch erklären. Für jeden Kill oder Assist kriege ich extra Attack Speed für eine kurze Zeit. Oh Mist, die ist gut. Alter! Naja, egal. Und 40% Attack Speed und wenn ich einen Minion töte, bekomme ich 20% Attack, was relativ geiler Passiv ist. Den mag ich. Ist wieder so ein typischer Carry-Passiv. Das ist nochmal ein Indikator dafür. Und Leonard hat mal wieder weniger Attack Damage als der gegnerische Varus. Normal, ich habe da keine Runen. Wie gesagt. Ja, ich habe weniger, ne? 73 und der hat 67, glaube ich, oder sowas. Jetzt rechne mir mal minus deine 10 Attack Damage durch deine Dorns Klinge. Ich weiß. Klar habe ich weniger. Aber ich habe halt andere Runen. Die nicht auf Attack Damage gehen, sondern auf Armor Penetration. Schleich dich mal. Ich schleich mich mal. Ich schätze mal, ich habe getroffen. Weiß es ja natürlich jetzt doch, ich habe getroffen. Ja, was ist geil an Varus? Ah ja, jetzt weiter die Skills erklären. Der E-Skill... Du sollst in die Mitte gehen. KKK, meine Güte. Haben wir Karen bis jetzt ehemals ja, Karma. Hat er was gebracht? Ja, keine er ist Ahnung. Gestorben. Naja, auf jeden Fall... Toll, jetzt bin ich natürlich levelmäßig wieder hinterher. Der wollte unbedingt Mitte und dann... Das ist ja super. So, ich erkläre jetzt mal weiter. Der E-Skill tut zum einen die Gegner verlangsamen und die Regenerationsrate... Erklärst du einfach schon seit 6 Minuten, 7 Minuten... Ja, ich habe mehrere Mal unterbrochen. Wenn du mich jetzt nochmal unterbrichst... Dann... Gib ich dir gleich aufs Maul. So, das will ich sehen. Ach komm. Dich. Komm her und probier's. Ja. Komm schon. Ja, auf jeden Fall. Wir warten alle gespannt. Jetzt halt's Maul. Wird die Regenerationsrate und auch also komplette Heilung, wenn man von irgendjemandem geheilt wird, gesenkt, was relativ nice ist. Ich habe gegen jetzt überhaupt keine Chance. Ich habe nämlich keine Tränke, kein gar nichts. Das ist wieder super geil. Ich tue es so oder so relativ überhaupt nicht mögen, Carry in der Mitte zu spielen. Harry sind auch wirklich nur gut gegen APler und dann auch nur bestimmte. So, naja. Gut. Wieso immer ich eigentlich? Alter! Wo kommt der Schaden immer her? Keine Ahnung, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ich habe wieder die Hälfte meines Lebens verloren. So, ich muss überlegen. Ich werde wahrscheinlich relativ ablosen gegen den. Weil ich jetzt halt überhaupt nicht vorbereitet bin darauf. Keine. Ich hätte sonst mit einem ganz anderen Item angefangen. Mit Boots in dem Fall. Das ist, by the way, mein zweites Spiel mit Varus. Es kann sein, dass ich dementsprechend nicht ganz so gut bin, wie ich vielleicht sonst normalerweise mit Champions bin. Ah ja. Du bist gut? Du bist mal wieder super freundlich.
Ich erzähle nur die Wahrheit oder mehr das, was die Leute hören wollen. Sarkasmus und Ironie. Das war so klar, dass es passiert. Oh, und er hat noch eine Menge Leben. Aber der ist 2 Level über dir. Oh. Oh nee, meine Katze, beziehungsweise die Katze von meiner Schwester. Sie. Man wird's auf dem auf. Name? Und dann, ja, einen Moment. Ich glaube, ich gehe mal wieder zurück, ein bisschen. Oh Gott, das ist so heftig auf dieser verdammten Lane. So, jetzt, ich war kurz weg, hat man vielleicht, naja, gehört in Anführungszeichen. Aha. Nein, hat man nicht. Ja, weil ich habe mal mit groß gemacht. Das ist ein relatives Fail-Game, sag ich jetzt mal. Bin ich auch der Meinung. Naja, gut. Leona ist ein ziemlich starker Tank, muss man dazu sagen. Oben. Was oben? Meine Mutter hat mich was gefragt. Ah. Ich war jetzt zu voll, das rauszuschneiden. Ja, ich hab's. Machst du bitte die Tür zu, Mama? Because we all love it if our parents tell something to us. Ja, ja. Dann sind was Tolles. Ja, sind sie auch. An sich schon. Er kommt, Bord. Virus, er ja. Bringt ihm nicht viel. Bei uns, weil das bei uns so dermaßen gepusht ist. Wir toll, bei uns ist so toll, bevor Gragas um. Gragas baut scheiße. Er baut richtig kacke. Das Problem ist, die haben insgesamt 1, 2, 3, 4 mal insgesamt. 5 mal verdammtes Festhalten. Ja, wir haben ihn gerade eben gemerkt. Ah, genau, er kommt eventuell wieder. Soll das doch versuchen. So. Wie ich jetzt bis jetzt Skill, also Q auf jeden Fall als erstes würde ich jedem empfehlen, der macht einfach extrem viel Schaden, der Skill. Was macht der für einen Schaden? Das weiß ich nicht. Ich weiß zwar, dass ich nicht viel aushalte, aber. Hä? Defeated ist der Junge nicht. Toll, ey, was soll ich nur? Only in Nuke Team. Ja. Sehe ich genauso. You die first. First blood. Nein. Ich bin 2 Sekunden früher gestorben als er, weil sie mich gefokust haben. Ich frage mich, was ein Unterschied wäre. Oh Mann. Ach ja, übrigens ist es relativ schwer mit Varus zu spielen. Relativ schwer mit dem zu spielen, überhaupt zum Spielen zu kommen, mit dem jeder möchte mit Varus spielen. Also, wir hatten jetzt, ich glaube, einmal, okay. Vorhin, als ich mir gekauft habe, war ich bei 3 oder 4 Spielen, wo einer rausgegangen ist, weil er nicht Varus nehmen konnte. Darunter auch, ja. Ich habe vorhin auch einmal, das war das einzige Mal, weil ich das erste Mal ausprobieren wollte. Ich wollte, bevor ich es aufnehme, mal ein bisschen üben, damit ich nicht ganz dumm dastehe. Weißt du, bist nicht dumm. Naja, auf jeden Fall. Es geht relativ gut. Ich mag ihn. Ja, ich komme irgendwo erst im Gang. Er ist jetzt nicht super leicht zu spielen, aber auch super schwer auch nicht. Also, mittelmäßige Schwierigkeit, würde ich sagen. Lennart, wir 2 killen jetzt Varus. Oh nein. Oh nein. Nein. Hoppla, sorry. Kein Ding. Ich habe jetzt zwar meinen Blitz verwendet. Ich dachte, du würdest von woanders kommen. Warte. Ja, Miss Leona. So, dann schauen wir mal, wie weit ich pushen kann. Wahrscheinlich kein bisschen. Nicht wirklich. Naja, Mensch, sie hat den Skillshot gefailed.
die ist relativ schlecht vorne hat sie auch, wenn Skillshot gefällt. Ah, nee, 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 die ist ziemlich gut als Tank. Ja, okay, sie haben einen Tank. So. Die haben auch einen Tank. Zwar eine Schwuchtel, aber gut, es ist ein Tank. Meins! Der spielt ja Support. Ah, geil. Und der Idiot scheint irgendwie nicht zu blicken, dass die ihn sehen können. Ja gut, aber das ist Standardanfang. Wenn er da jetzt Locket auf der 1 Solari nimmt, dann spielt er wirklich Support. Mir egal, was er jetzt sagt. Ich komm weg, er nicht. Ich miss Leona wieder. KK. AFK. Ja, da will ich haben. Alter, jetzt übertreibt das aber ziemlich. Der denkt, er wäre OP. Ganz einfach. Okay, Varus ist sehr stark, aber. Ja, weil es auch ein Carry ist, ja. Muss man sagen. Nee, wir müssen jetzt jeden Carry so nerven, dass er keinen Schaden mehr hat. Außer Trimmer, ja. Außer Trimmer, ja. Aber der ist ja auch ein Tank. Ja. So, ich verpiss mich dann mal. Ihr habt relativ große Probleme, wenn ich das richtig sehe. Nee, mir doch nicht. Ihr doch nicht, nein. Weiß nicht, wie du drauf kommst. Nenn's weibliche Intuition. Bei dir denke ich mir das. Und dann nehme ich mal nochmal. Zwei Health Potion. We can kill him. Nein, er jumped on his death. Ja. Oh, focus halt den Tank. Ja, wen sonst? Der nicht da ist. Ich meine ja nicht. Ich wollte nur von meinem Turret abhalten. Na, ja, sie haben ihn getötet. Ja. Und jetzt meinst du, jetzt hatten sie es wahrscheinlich nicht für notwendig, sorry for Ulti? Nee, jetzt, oder? Ne, dein Ernst, hat etwas seine Ulti eingesetzt, oder was? Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich seh's vor mir. Spell Game! Lux ist weg. Komm, dive! Dive! So. Wenn er nicht zurückgeht, dann gehe ich wieder zurück. Also manchmal, ich kann das so lange machen, bis ich wieder einigermaßen Items habe, aber. Naja. So. Wie ich Varus spiele, man sollte es merken. Ziemlich passiv. Du aktiv ja nichts machen kannst. Oh, komm schon! Nein! Das war aber klar. Ich dachte, vielleicht habe ich ihn jetzt, aber gut. Ist allein leveltechnisch besser als du? Nee. Aber ja, ein Ticken voraus ist er an sich. Aber er macht mehr Schaden als du. Ja, der hat auch mehr Kills gemacht als ich. Ja. Aber nee, also kann ich relativ wenig tun. Ari. Na, war ja klar. Immer muss er den Last-Hit machen. Super, der Spaten und ich, wir kommen gar nicht mal mehr weg von unserer Lane. Oh Gott, das Ding ist ein Arsch. Was? Der Tower. Von mir? 211. Natürlich. Leona nimmt euch auseinander. Ja, so ist es seltsam. Aus ungleichen Gründen macht sie sogar Schaden. Ja, der hat auch übelsten Vorteil, hat einen viel höheren Minion Creep Farm als ich. Ja, das denke ich mir. Leona hat einen hohen. Dafür habe ich mehr. Dann muss mal. Karim ist tot, oder? Nee, der Karim überlebt, aber. Mehr Attack Speed habe ich und mehr Lebensraub. Okay. Der hat nämlich überhaupt keinen. Leona, Dinger ist nicht tot. Ups, hat er vergessen aufzuladen. Das passiert. Relativ niedriger Cooldown an sich. Und der Turret ist hier ein Arsch.
Ja, mal schauen, wie das Spiel läuft, ob es jetzt wie mit dem Hikarim-Gameplay wird. Okay, wobei das erste Hikarim-Gameplay war ja ein Fail, wenn man es jetzt so sieht. Der zweite aber nicht. Nee, weiß auch nicht. Not this time. Wir schauen mal, was sich machen lässt. Gragas kommt außerdem. Ja, mal schauen, was er macht draus. Wahrscheinlich ein totaler Fail. Wir kennen sie ja. Er rennt hinter ihnen, um seine Ulti zu zünden. Ja, kann ich mir eigentlich. Like a boss, ey. Mal schauen, ob das was wird. Nein, der flasht sich über die Wand. Da stehe ich. Nice, nice, nice. Kannst du ihn lang genug festhalten? Okay, du killst, ne. Stirb am... Fuck. Ah, cool. Naja, gut. Ein Hoch auf meinen Ignite. Versuch's war es wert. Hat nicht ganz gereicht. Und dann holen wir uns Fizz. Wenn du... Wow. Jetzt geht wahrscheinlich der nächste drauf. Ja, ich gehe fast super, drauf. Also ich muss schon sagen, ja, gut, dass ich jeden Kill bekommen habe. Naja. Ah, kann man nichts machen. So, ich muss jetzt erstmal zurück. Ich bin fast down. Also ich gehe erstmal Das dahin. War jetzt ein relativ guter Teamkampf, in Anführungszeichen, gut gegankt. So mag ich's. Oh, scheiße, die pushen jetzt Mitte. Habt ihr keinen Teleport? Nope, ich nicht. Ich dachte, du Teleport... Ach, der ist nicht ready. Irelia hat ihn. Ich habe nicht mal einen Teleport. Ich habe einen Flash und einen Ignite. Wir können es uns jetzt nicht unbedingt leisten, einen Tower zu verlieren. Ja, dann hat man nämlich schon unseren zweiten verloren. Ich habe bis jetzt nämlich nur einen einzigen und das ist ein unglaublicher Vorteil. Ah. Ah. Ha! War wohl nix fiss. Otsch. So, weiter geht's. Wir kriegen gerade fett einen aufs Maul. Ja, und wir sind Noobs. Aha. Und wieso? I go AFK. Kann mir jemand klären, wieso wir Noobs sind? Also, Irelia ist ja so gut 3-3-0, das ist wunderbar. Ja. Yeah. Echt, jetzt sind wir 3-3-0. Tatsache. Keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Nee, kann man nicht. Nicht mit solchen Teammates. Naja. You play like a brain dead zombie. Wer? Ich verstehe es nicht, jeder bei uns außer Tarik hat einen positiven Score. Bei den Gegnern nicht. Da ist Hikarim richtig schlecht. 9-9, wir können nicht, gell? Schade, verwehrt. Ja, ich hab's auch. Sehr schön, why don't you help me? Weil Baum. Weil sie reinrennt. Guck da, jetzt dasselbe. Warum helfen wir ihr nicht? Weil sie da drüben ist und wir sind hier nun mal. Oh, stupid. Creep. Bitch. Kann nix. Mann, was war denn das wieder für eine Aktion, du? Was soll ich da machen? Was soll denn die Aktion? Den Scheiß gebe ich jetzt auf. Ich bin gerade am Aufnehmen, habe jetzt keinen Bock, direkt aufzugeben. Ich auch. Ja, 5 gegen 1, warum wohl? Wir lieben sie. Please uninstall, ja, das lieben wir. There is no
fucking French Kid. Kann schon sein. Ja. Warte mal, war die nicht mit dem normalen, diesen Deutschen? Oh, meinst? Den Ping? Oder? Keine Ahnung. We kill them slowly, they do, but you don't. Ah ja. Aua. Ist ja nicht mal Schaden. Oh, irgendwas geht wieder im Hintergrund ab. Tja. Biegt jetzt nicht irgendwie Avira oder was weiß ich was. Ja, dann wäre es ja genial. Ja. Oh Gott, also Leute, so einfach kann ein Team im Game ziemlich schnell von Arsch gehen. Du hast eine scheiß Mitte, du hast einen Flamer im Team. What? Red Buff für dich. Ja, ja, ja. Da brauchst du so viel zu lange. Cool, macht aber Schaden, das Spell. Macht er auch, der ist extrem stark. Aber was bringt's, wenn er super stark ist, wenn der Rest nichts macht? Shit. Okay, jetzt gehen sie mir auf den Alter! Ja, noch eine Ulti. The freaking hell! So, er ist zwar tot, aber jetzt mal gucken. Endlich. Und ich habe sogar einen Assist für den noch gekriegt. Nur Leone überlebt. Nein, tut sie nicht. Nee, hast recht. Wieder sie. Naja, das war jetzt relativ gut gelöst. Muss man sagen, vorhin war es dumm, jetzt hat es relativ gut gemacht. So, und jetzt pushen wir diesen verfickten Tower. Ganz einfach. Ja, oder Meinung. Nur, dass beim vorigen Teamfight keiner von denen gestorben ist und dafür alle. Und jetzt ist halt einer gestorben, bei denen fast alle. Ja, klar, aber nicht darum, wir waren auch zu fünft. Es waren 5 gegen 4. City One. So, das ist fast so wie beim vorherigen Spiel, schon wieder 3 Assists. Dagegen kann ich jetzt nichts tun. So, jetzt muss ich weg. Nein! Hilfe! Hilfe! Da will ich gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Verdammt, schnell. So, schneller jetzt hol ich mir den Bloodthirster und danach den Phantom Dancer. So, so. Mein Bild, wie gesagt, ja, ich typisch Carry-Bild, was soll man da groß zu sagen? Wenn es euch nicht gefällt. Sind eure Probleme, würde ich sagen. Ja. Scheiße brüllen, auf Boden werfen und rumjammern. Oder? Nautilus. You suck. Yeah. Ich weiß, Spit wir sind. Balls to Lunkers. Ja, ja, oh, wir sind. Yo, voll scheiße mal wieder. Ich brauche Last Hits. Ich muss meinen Phantom. Mein. Bloodthirster stacken. Stacken. So, wenn er als Deutsch ist, dann wird's mich nicht wundern. Ich auch nicht. Will you kick his ass? Schön, dass sie jetzt gerade jeden Minion stealt. Das ist ihre ja, Minion-Stealerin Nummer 1. Ach, ich geh da runter. Farms. Wenn ich die Kills nicht krieg, dann brauche ich irgendwie Farms. Was brauchst du? Was für Dinger? Wenn ich die Kills nicht krieg, dann brauche ich Farms. Was? Du meinst die Dinger, die du nicht brauchst, okay? Ja. Ja, so ist es laut unserem Team anscheinend. Schon klar. I am forsaken. Zack. Zack. So, jetzt mal kurz eine ganze Minion-Wave. Sehr schnell geklärt. Was macht der Karim? Und vor allem, wie spielt denn der? Berserkers, Trinity, Atmas, Warmox meine ich. Wieder wahrscheinlich Atmas. Du weißt, dass wir nichts auf die Reihe kriegen. Oh ja, jetzt muss ich hier mal.
Das ist ja wunderbar. Good job, Alter. Pass auf. Ja, ich bin mal wieder an allem schuld. Immerhin, du hast einen Kill gemacht. Gute Arbeit. Ja. Oh Gott, ich liebe sie. Immer bin ich dran schuld. Frag mich nicht. Ich hab's inzwischen auch nicht mehr. Wir suchen immer Leute, die schuld sind. Ganz einfach. Bei uns sind 4 draufgegangen, bei ihnen 3. So sieht's aus. Ja. Und du bist tot. Scheiß, bin ich tot. Oh, dieser dieses scheiß Ding, du da, ehrlich, ey. Vom Schweden! Ah ja. Na doch, die haben auch relativ gutes Internet. Hm. 5, 4, 8. 8 Assists, ey. Also, Tarek ist scheiße. 0, 4, 11. Hast du viele Assists wie ich? Ja. Aber wir ganz creep, Mann. Und Irelia, wirst mal wieder ein Solo-Play. Irgendjemand muss es doch mal wieder tun. Das sind sie doch standardmäßig. Wenn man nicht als Team spielt, dann verliert man, so sieht's aus. Ja. Yep. Aber auch Standard. Ei, da will jemand Nasher machen. Hm. Anscheinend will da jemand Nasher machen. Relativ hohe Mana-Kosten, aber gut, der hat auch ein relativ hohes Base-Mana. 800. Ja. Varus. Hm. Na, das ist super. Varus kann einfach Rampage gehen. Ohne, dass ihm irgendwas passiert. Du warst doch aber schon immer. Fokussieren immer die falschen Opfer. Scheiße. Aber den Rest nicht mehr kriegen. Rennt es hier irgendwo da oben ist. Ja, die krieg, weil wir sie auch kriegen. Bleibt sie am Tower stehen? Ich hoff's. Einfach mal. Take Tower. Random. Ja. Probier's. Komm hier. Komm her. Helf mir. Müsste das System entsprechend eigentlich einfach hinkriegen. Der hat seine Ulti nicht mehr, also ich einfach noch rein. Nö, nö. Ich tu jetzt. Lass mal ein bisschen. Ach du Scheiße, das ist so ein Skillshot des Grauens, würde ich sagen. Na egal. Oh nein! Let's see who get owned. Lux, 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 Lux. Ach du Scheiße. Ja, ich muss weg. Sonst bin ich tot. Obvious. Schaffst du's? Nee. Ich schaff's nicht, okay, weil der zu gut uns hat. Oh! Nein! Mm. Ja, Lux. Ja, Noobs. Jetzt können wir jetzt auch mal sagen. Warte mal. Hast du fetter Volli. Zu früh, viel zu früh. Ja, jetzt kannst du es. Solche Boons, ey. Ich will aber über andere Leute nicht richten. Ich glaube, ich bin Sound nochmal. Also, ich muss sagen, hätte ich jetzt gerade gespielt und du als Rede, dann hätten wir den. Das bringt's. Hm. Ist immer so schön. Meine Fresse, du. Because we all love skill shots. Oh nein, die Schwuchtel kommt. Oh nein, die Schwuchtel kommt. Super! Ich dachte, ich würde ihm jetzt ganz hinterher rennen. Mm. So blöd habe ich es eingeschätzt, um ehrlich zu sein. Naja. Egal. Ah.
Ja, je, so welche Matches sind immer die schönsten. Yep. Und irgendwas läuft da gerade nicht und das bringt gerade alles zum Laggen. Fragt mich nicht was, ja. Ah, ist immer für den Arsch. So, ich renne jetzt einfach mal hier so unschuldig rein und niemand ist da. Ja, war ja auch klar, dass da niemand ist. Aufkommen, wir brauchen das ganze Team. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Kurz hochheilen. Ja, ihr bleibt halt einfach mal weiter stehen. Los, Lennart, auf, komm, mach! Okay. Ich bin tot. In deinen Träumen, Alter. Aber nicht, wenn ich dabei bin. Ich muss mich heilen. Den Rundes Pässle! Oh, scheiße, wir sind zurück. Aber um ehrlich zu sein, da wir das in Nash hatten, haben wir aber... Ja, die waren einfach schlecht. Nicht schlecht gespielt, aber einfach schlecht rumgestanden. Also die Positionierung war einfach unvorteilhaft für die. Das mal ist wieder der Standard. Tipp für all diejenigen, wenn ihr gegen Leute spielt, die haben einen Nash-Buff, versucht sie in irgendeiner Weise aufzutrennen. Das heißt, dass ihr nicht gegen das komplette Team kämpft, weil das kann relativ schlecht enden für euch. Und nur eins gegen eins. Ich weiß es gar nicht, auf okay. Wen ich losgehen soll. Ich glaube. Hey, Karim. Karim, ja. Hey, du meinige. Cool. Ragas. Irgendwie AFK, glaube ich. Oh, toll, ey. Macht ja so nee, viel Schaden, nicht. Irelia. Not. Na gut, echt? Doch, macht so viel wie ich ungefähr, aber ich greife schneller an. Also ob ich nur höre DPS. Ja, du bist besser. Das ist einfach scheiße, wenn man die Kills nicht kriegt. Ja, ich weiß, was du meinst. So, geh mal weg. Arschloch. Schön meinen kleinen Wolfies gestealt. Yep. Hey, der Noob AD Carry. Ach komm, sollen sie das Maul halten. Say the Noob AD. Komm schon. Ach, schade, letzte Stange ist nicht. Meine Herren, ey. Wenn man das Ganze hier aufreden. Irgendwie, wenn man uns. Das ist nicht mehr das, was es einmal war. Oh Gott, ey. Ich rap sie alle reporten. Alle zusammen. Also reporten dürfen wir, lass mich überlegen. Tarik, Gragas, Irelia, weil sie uns alle als Noobs bezeichnet haben. Jo. Naja, okay, als. Vielleicht glaube ich zwei Phantom Dancer spielen sollen. Mir egal, Schleicher. Ja. Ich bin jetzt erstmal Level 17 geworden, das reicht mir für den Anfang. Jo. Sieht ziemlich cool aus, wenn der sich ranzieht. Wer, Nautilus? Ich muss aber schon sagen, das ist ein allgemein cooler Champ. 80 kostet das Ganze für mich. Mehr 1050. Wie viel Crit habe ich denn? 30%, das ist relativ wenig. Ich brauche eigentlich schon 50. Ein paar Farms noch. Und dann verpiss ich mich. Okay. So, ich gehe da mal zurück. Schätze ich mal. Ja, und hol mir nochmal ein Item. Okay. Und zwar. Und jetzt erstmal schön mir alle. Nein, doch nicht meine Creeps haben. So. Und dann hole ich. Cloak of Agility. Seltsam fragt man sich, hä, wieso holst du das? Es gibt dir überhaupt keinen Attack Damage. Naja, Critical Strike Chance, das ist relativ gut. Cloak and Dagger meinst du wohl? Nein. Gibt kein Crit, oder? Doch. Echt? Attack Speed. Ja, aber Cloak of Agility, das ist einfach nur Mantel der Agilität oder keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt. Ich hab da nicht mehr auf Deutsch. Ja, hier. Und vor allem, es gibt noch Zähigkeit, glaube ich.
Ja, das weiß ich. Glockenlänge. Ist eigentlich ein cooles Item für den Preis. So, jetzt töte ich hier schon fast alles. Ah, toll, ey. Weg. Weg. Irelia, wir greifen doch jetzt nicht die Karim an, meine Herren. Wow, bei denen hat doch jeder Leben. Schon. Doch, na gut. Varus sollte eigentlich als erstes sterben. Mehr kann ich auch nicht machen. Fuck. Fuck. They really deserve to get owned, ey. Ganz ehrlich. Soll ich dir schön eins auf die Fresse geben? Das wäre so schön. He is our fucking tank. Und das ist der Grund, warum man ein bisschen mehr. Pow. Und er kriegt ihn nicht. Verdammt, den kriegt keiner von uns beiden. Dann krieg ich mir Lux. Das war von Anfang an die richtige Entscheidung, wenn es mal einer machen würde. Stimmt eigentlich. Jetzt geht der Kampf los. Ich versus Lux und Gragas könnte mal helfen. Lux, genau. Ja, Leona. Ich bin, warte, ich bin mit einer Infinity Edge auf dem Weg. Die macht dich nämlich eiskalt fertig. Naja. Der hält so viel aus. So. You won't help me. Was? You won't help, you noob. Hey, das nächste Mal lass ich's heil. Alter, wenn die nicht deutsch sind, dann wundert's mich. Mann, ey. Leute, eins dürft ihr niemals werden. Werdet keine Flamer. Das ist das. Ich wollte gerade sagen, werdet nicht deutsch, aber naja, das wäre ein bisschen dumm, weil ihr es ja schon lange seid. Ja, das kannst du auch kommen. Die machen schon wieder Nasher. Die sind noch viel zu wenige. Oder sind die etwa alle schon wieder da? Aber. Doch, fast. Lux fehlt nur noch. Lux ist tot? Ja. Ist sie gestorben? Vorhin. Auf, komm, Leonard, wenn du dich beißt. Nein, pack ich nicht. Da, ja, Varus, auf, greif ihn an. Töte ihn. Wird gern. Nein! Ja, okay. Yes! I am lagging. Dann würde ich mal sagen, sie soll ihrem Bruder sagen, oder er soll seinem Bruder sagen, lade weniger Pornos runter und der Schwester weniger hochzuladen. In dem Spiel hat einer geschrieben, ja, mein Vater lädt gerade Pornos runter. Ich habe ihn geraten, er soll seiner Mutter sagen, sie soll aufhören mit dem Hochladen. Fizz, irgendwie vergesse ich den immer. Was war das? Du auch? Ja. Fuck. Oh ja. Schade, ich wollte es eigentlich stehlen. Naja, egal. So sehen wir, wie wenig Matches die haben. Noch 6. Ja, das muss wohl. Und dann als letztes Item Guardian Angel. Naja, das vorgegebene Bild natürlich von Varus ist relativ gut. Empfehle ich eigentlich jedem. Ja. Das ist ein ganz normales Carry-Bild. Dementsprechend gibt es daran nichts auszusetzen. Carry-Builds sind eigentlich meistens sehr gut. Wobei jetzt halt Infinity Edge gefehlt hat. Das habe ich dann nochmal reingenommen. She come back. Irgendwie dachte ich mir, dass sie wiederkommt. Ja, normal. Ja, jetzt gesagt. Ja, zu schön ohne. Ja, Caplock ist das schön. Jo. Wir können das Spiel gewinnen. Auf jeden Fall. Wenn wir das nicht gewinnen, dann wundert es mich eigentlich. Aber wenn keiner in irgendeiner Weise hilft, mir in irgendeiner Weise bei einem Teamkampf hilft, dann kann man das Ganze vergessen. Varus ist hier scheißegal, Irelia macht bei uns den ganzen Schaden. Also was. Also Varus ist irgendwie nur unbedeutend. Braucht ja keiner. Manchmal ist es relativ suspekt, wieso die Leute einfach nicht blicken, was Teamkämpfe bedeuten und überhaupt, wie wichtig ein Team ist in League of Legends. Irgendwann, man kann auch einfach mal sagen, ich scheiße jetzt auf den Tower und möchte lieber, dass ein Teamkampf entscheidet, weil später. Ein Champion ist macht es wesentlich mehr Schaden als ein verdammter Tower. Und da gehen sie wieder auf ihn, als ob sie es aus ihren Scheißfehlern nicht gelernt hätten. Tun's auch nicht. Solche Noobs.
Das regt mich auf. Und wer tut's als erster machen? Taric, der auch alle wieder beleidigt. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, er hat verdammt viel Rüstung, das heißt, aber es bringt uns nichts, weil... Seriously, ey. Oh, du machst Schaden. Die Minions. Oha, meinte Carol, mich beleidigen zu müssen in der... Ernst? Gut, ich kann auch tanzen. Cool. Hm. Ich bin sowas von angepisst von solchen Leuten, die einfach keine Ahnung von irgendwas haben. Das ist Ikarim, er sieht so OP aus, wir müssen ihn töten. Mann, ey. Ja, und ich hole mir nochmal Items. Ja. Yeah. Da hinten noch Ikarim. Also, er muss weitermachen, dann können wir. Ja. Ich könnte theoretisch, wenn ich wollte, eigentlich mitten reinflashen, meinen Scheiß E zünden, sie kommt nicht mehr weg. Why you attack Ikarim? Ihr habt die beste Frage ever, würde ich mal sagen. Knapp, ey. Das habe ich nicht. Wir sollten uns weniger aufregen, sondern ich finde, wir sollten ein bisschen mehr Humor irgendwie reinbringen. Sorry, Leute. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das Ganze vielleicht ein bisschen ändern. Ja, Wards sind relativ wichtig später. Hoppla, da hat jemand wohl sein Skill gefailt. Schöne Arbeit, Barris. Was hat das denn? Ulti gefailt. Seine Skills, habe ich gesagt. Ja gut, das ist ja relativ belanglos. Oh oh. Was war denn das bitte für ein Flash? Ich kram mir jetzt irgendeinen. Ja. Ich bin mal so dafür, dass Fizz auch so einer ist, der recht früh drauf gehen muss. Natürlich ist. Cool, ein Hoch auf meinen verdammten W-Spell. Und ich halte mich so schnell hoch, das ist unglaublich. Wenn ich jetzt noch meinen Ulti anbringen kann. Der ist zu schnell. Ja, die Gegner sind aber zu schnell für uns. Allgemein, ich brauche irgendwie wieder Movement Speed. Ich raff nicht woher. Ich brauch's einfach. Deswegen überlege ich gerade, ob ich voll auf Full AD gehen soll und nicht. Naja. Also, mal schauen. Jetzt. Oh Gott. Na dann halte ich mal wieder hoch. Ja, geht schlecht am Tower. Ist. Ikarim hat verdammt viel aus, aber der hat. Ey, Ikarim hat kein bisschen irgendwie Magic Resist, kann's sein. Helf mal oben. Ich heil mich nur. Ey. Geh mal auf, spiel Matret. Dann ist Ikarim schnell weg. Hat er. Nein, kein einziges. Doch. Also, nee, ja, Tatsache hat er nicht. Kann ich schon machen. Oh. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Das ist relativ schlimm. Oh oh. Wieso greife ich nicht an? Oh, ich hasse dieses scheiß Playful Trickster. Das nervt einfach. Super, und ich muss mich nur neben die Gegner stellen und sie sterben. Gut. Blood Race. Definiert das dumm neu. Was? Was Irelia hier tut. Ich bin weg. Jetzt, why no help, why no help, why no help? Warte mal, wie viele waren das? Varus, Lux, Leona und Ikarim, gell? Okay. Well. Yeah. Yep. Wir können super helfen, unseren Verbündeten natürlich immer. Oh Gott, ich finde es so. Ich finde es manchmal so lustig, ey Leute. Guckt euch unsere Let's Plays an und lernt aus den Fehlern unserer Mates. Oder lernt aus unseren Fehlern oder was weiß ich was. Guckt es euch nicht an. Ich weiß es nicht. Es ist mir egal eigentlich, aber lernt Hauptsache, okay? Weil so kann man nichts machen. Das ist sinnfrei. Dummheit. Wirklich dumm, muss man sagen. Lennart, Red Buff, wie wär's? Das Wichtigste ist, dass ihr mir die Zauberer vom Hals haltet. Weil die nämlich instant auseinander. Alter. So, jetzt kommt's gleich. Ja, okay. Ich habe ihn wahrscheinlich besser gebrauchen als er. Gut, die Gegner waren wahrscheinlich gerade nochmal zum dritten Mal Nasher, würde ich sagen.
Nee, haben sie nicht. So, jetzt holen wir kurz Mardred's Razor. Und dann muss heißt eine Menge Geld zusammen sparen. Insgesamt. Ja, Blood Razor. 2800. Guckt sich das doch jemand an. Wieso geht ihr nicht auf diese Targets da hinten? Das ist unglaublich. Da fragst du dich ehrlich, was das soll. How many times, OMG? Sie stellt sich doch immer mitten rein. Varus Y-Focus Tanks kommt jetzt gleich, hä? Ja, deine Mutter. Naja, egal. Ah, sowas liegt man einfach. Aber total. We can win this easy. Ja. Was? If you stop making failures. Yep. Wie war? Wieso kriege ich überhaupt keine Hilfe hier? In keinster Weise. Wir sind doch da. Das Problem ist, Leona macht auch Schaden. Ich hab nicht gesagt, dass sie nicht Schaden macht. Ja, gut. Hat es jetzt... Ah. Ah, Mann, ey. In seine Ulti ist aber... Ja, nee, halt. War der gar nicht. Jetzt machen sie das, wie wir es vorhin mit ihrem Nash-Up aufgemacht haben. Drei? Oh Gott. Zu genial, Leute. Also, wie gesagt, nehmt euch kein Beispiel daran. Ja, obvious. Mach ja. Leute, naja, das ist jetzt nicht... Also... Kein Beispiel. Kann sagen... Ich bin jetzt in keinster Weise schuld. Ich versuche mein Bestes, aber gut, wenn man schlechte Mates hat, dann kann man das nicht ändern. Naja, auf jeden Fall. Sehen wir uns beim nächsten Video. Varus wird wahrscheinlich öfters mal wieder bei unseren Videos dabei sein, weil ich ihn relativ geil finde. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.